Von Anfang an getrieben von der Grundfrage, wie die Natur funktioniert. Frühe Kindheitserinnerungen führen Maximilian Prüffer in den Wald. Wenn ich jetzt so einen Fuchsschädel gefunden habe, dann habe ich auf einmal mehr diesen Fuchs verstanden. Der war ja sonst immer relativ weit weg. Das heißt, mit diesem Fuchsschädel habe ich irgendwie mehr verstanden, wie das funktioniert, was das für ein Lebewesen ist. Das hat mich einfach immer total fasziniert. Was passiert, wenn man einfach machen lässt, statt selber Hand anzulegen? Von vielerlei Insekten sind seine Bilder gestaltet, auch von Schmetterlingen. Ihre Pigmente sind es, die den Künstler interessieren. Der Schmetterling an sich ist ja eigentlich schon fast in der Kunst so ein verkitschtes Symbol für Schönheit und für Leben und für Transformation. Aber gerade so dieses Transformative an dem Schmetterling ist eigentlich so interessant, weil man im Endeffekt diese 135 Millionen Jahre Entwicklungsgeschichte von diesem Tier auf diesen Flügeln sehen kann. In dem Moment, wo ich diese Schmetterlingsschuppen auf Papier übertrage, kreiere ich ja im Endeffekt ein Bild. Aber dieses Bild hat in dem Sinne dann keinen Urheber. Also der Urheber ist dann die Evolution selbst. Also diese Schöpferfrage zu stellen mit diesem Schmetterling finde ich halt interessant. Also wer ist der Urheber dieses Bildes? Keiner der Schmetterlinge muss hier sterben für die Kunst. Maximilian bekommt sie von Sammlern. Auch die Schnecken, die für ihn kriechen, lässt er anschließend wieder frei. Wie er das alles festhalten kann, will der Künstler nicht verraten. Hier die Verwesungsspuren eines Vogels. Was aber ist der Mensch im großen Kosmos des Seins? Natur und Zivilisation haben mehr miteinander zu tun, als man meinen könnte, sagt der Künstler. Wir denken immer, dass wir alles schon so fertig sind, dass sich da nicht mehr viel entwickeln kann. Wir denken, dass wir das vielleicht über Innovation oder Technik oder sowas lösen können. Aber grundsätzlich zu verstehen, dass wir eben auch immer noch Teil dieses Evolutionsprozesses sind. Ich persönlich versuche mich, wie gesagt, immer als Teil der Natur zu sehen und nicht Teil einer Umwelt. Und dieses Teilsein bedeutet eben auch, dass ich mich auch bestimmten Sachen hingebe. Also der Vorstellung eben auch was Fleischliches zu sein, auch Nahrung zu sein, einfach Teil davon zu sein. Wer ist der Urheber dieses Bildes? Der Regen? Die Natur hat ihre eigene Formensprache.